bewegt sich doch! Er sieht immer noch aus wie John Cena. Ich finde, er sieht aus wie John Cena, ey. Was wird das? Psst! Still! Mhm. Ich mache einfach gar nichts. Ich habe Angst vor dem. Schließ jetzt besser die Augen. Was soll denn das? Stopp! Hilfe! Hilfe! Schmeckt übel, oder? Ist aber gut für dich. Was ist das? Wo willst du jetzt hin, Kleine? Hä? Hä, warte mal. Okay, stopp. Okay, also die haben sich ja selber auch damit eingeschmiert. Was zur Hölle? Ich hatte einfach nur Schiss, dass mir da irgendwas getan wird. Ablenkung. Weidmanns Heilkinder. Präge dir die goldene Regel der Jagd ein. Lenke niemals einen Jäger ab. Lass dich nicht durch das Gesehene täuschen und werde niemals zur Beute. Jacob lenkte den Jäger nicht ab. Okay, war das jetzt gut? Ist es jetzt gut für mich, dass er mir diesen Scheiß ins Gesicht geschmiert hat? Weil er hat ja gesagt, das ist gut für mich. Und ist dann einfach gegangen. Also er hat mir auch nichts getan. Ich habe keine Ahnung. Ach du Scheiße. Ich habe keine Ahnung, was das bringen soll, was das ist. Es sieht halt aus irgendwie wie... Ah, da ist das Schwein. Sieht halt aus wie Blut irgendwie, aber... Keine Ahnung. Weiß nicht, was das bringen soll. Auch die Truller schon wieder. Hier ist aber eine Karte. Hi. Es kommt mir so vor, als wärst du gerade erst hier gewesen. Ja, mir auch. Also, zeig. Was hast du da? Den Stern. Es ist der Stern. Sterne hoch am Himmelszelt. Boten des Lichts, der Hoffnung, Bestimmung oder unserer Bedeutungslosigkeit. Hört sich irgendwie so schön an. Und Angst zu verzweifeln. Okay, das ist jetzt nicht so Vertraue ganz, aber... Vertraue auf das Licht des Sterns, denn es bringt dir Klarheit. Und Gewissheit, vielleicht. Ach, stimmt, ich brauche bei den Tarotkarten das ja nicht vorlesen. Es steckt stets mehr dahinter, als du denkst. Wenn du magst, zeige ich es dir. Ja, bitte, weil das ist ja das, was... Was bei der Karte schon stand, das brauche ich gleich vorlesen. Zeig mir mehr. Okay, warte. Das muss ich mir gleich nochmal angucken. Machen wir weiter. Wieder nach Hackett's Quarry. Wieder nach Hackett's Quarry mit dir. Oh, das wird ein Spaß. Ich frage mich, wo ich da immer bin bei dieser Trulla und wer ist sie? Ich weiß nicht. Wir müssen uns auf jeden Fall gleich diese Vorhersagung nochmal angucken. Sobald wir gleich Pause machen können, weil ich habe das da nicht so ganz gecheckt. So, Moment. Ich will mir die direkt einmal angucken. Hallo. Nicht aufhängen. Der Stern. Vision erneut abspielen. Okay, das ist Emma. Da ist dieses Vieh und sie macht da ein Foto von. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn man davon ein Foto macht. Sollten wir jetzt davon ein Foto machen? Ist das jetzt gut oder schlecht? Bin mir unsicher. Der Jäger schüttete Jacob Blut ins Gesicht, ja, wofür auch immer das gut sein soll. Wo sind wir denn? Ah, wir sind an der Feuerstelle. Okay, okay. Lass uns mal überraschen. Es war keine Panik. Ich weiß ja nicht mal, was es war. Es war so schnell und da war ein Jäger. Es war einfach... Oh, Abby. Hier. Was? Zeichne es. Zeichne was? Das, was euch attackiert hat. Gute Idee, Caitlin. Gute Idee. Oh, ich glaube, ich muss kurz Pause machen. Ich brauche was zu naschen. Ich habe... Kennt ihr Toffee für Double Chocolate? Geiles Teil. Muss ich mir kurz holen. Ich brauche was zwischendrin. Bin gleich wieder da. Das ging schnell. Ich musste nur eben schnell in die Küche flitzen. Jetzt ist alles sehr schnell. Wir haben bei uns Toffee für im Angebot gehabt.
Und ich habe mir weißes Toffifee mitgenommen. Boah, war das geil. Das war auch so geil. Und dann hier die Double Chocolate, die sind so cool. Sieht ein Spiegel verkehrt, weil ich die Kamera gespiegelt habe, aber mega geil. Aber auch die weiße Schokoladetoffifee sind toll. Vielleicht muss ich die Woche noch mal welche holen. Einfach, weil sie so gut sind. Ach, liebe Toffifee. Ich musste nur immer richtig rausgehen. Ja. Nick. Hey, Kumpel. Kannst du mir sagen, was die gemacht haben? Gemacht? Er ist voll daneben. Ja. Der Jäger. Stimmt. Ja. Da war ein Typ. Und... ach, noch was anderes. So eine Art Tier. Was ist denn für ein Tier? Nein, nein, ich habe nur einen Kerl gesehen, der ihn wegschleppen wollte. Er ist wahrscheinlich einfach nur verwirrt. Der Kerl war echt riesig und sauer. Frag doch mal Abby, die weiß doch, was da war. Hab ich denn... ist Abby... ja, hey, sie ist okay. Mann, sie ist da drüben. Klauen und... Zähne direkt auf mir drauf. Ich glaube, es war ein Bär. Wer hätte ihn zermalmt? Vergiss es. Ich dachte, hier gibt's keine Bären. Nein. Oh, fuck. Schau mal da. Shit. Das Schwarze. Voll infiziert. Es verbreitet sich. Krass übel. Echt krass übel, Alter. Druck ausüben. Oh, sorry, Mann, sorry. Können wir es abbinden? Ich würde es gerne abbinden. Ich würde es halt gerne hart abbinden. Schon okay. Ist okay. Einfach, damit es sich nicht weiter durch den Körper ausbreitet, aber wahrscheinlich ist es eh schon zu spät. Besser amputieren. Das muss weg, bevor es sich ausbreitet. Oh Gott. Was? Eigentlich hat er recht. Wieso? Erklär's mir. Wieso sollten wir? Ich weiß auch nicht, dieses schwarze Zeug. Ja, es sieht schon fies aus. Was glaubst du, was es ist? Sehe ich aus wie ein Doktor? Aber er hat ja eine Vermutung, wenn er denkt, dass es besser ist, das zu amputieren. Das hört sich anders an. Hey! Wir rufen mal. Und kann damit umgehen. Glaub ich. Ryan, wenn's Jacob oder Emma sind. Und was, wenn nicht? Ja. Vorsichtig. Das hört sich anders an, als das Rascheln von dem anderen Tier. War vermutlich gar nichts. Ja. Ist es jetzt weg? Ja, hau lieber ab. Wie tapfer. Okay. Also. Okay, vielleicht was. Lodge klingt im Moment irgendwie ziemlich gut. Doch was anderes? Tu es nicht! Oh, ich wusste es. Ich will euch retten. Oh, Scheiße. Das muss so wild aussehen. Ist ja okay. Nick und Abby wurden angegriffen. Hier im Wald. Hey, hat jemand noch trockene Klamotten? Oh, nee. Und jetzt hat sich die Capture Card wieder aufgehängt. Was ist denn los mit der aktuell? Geht mir richtig hart auf den Sarg. Ja, ist nicht schlimm. Die spackt heute nur ein bisschen rum, weil ich ein bisschen an meinen Aufnahmeeinstellungen gebastelt habe für YouTube, weil ich gerne in besserer Qualität aufnehmen wollte. Aber da hat die Capture Card gesagt, nein, ohne mich. Und jetzt spackt die zwischendrin immer rum. Ist aber nicht schlimm, wir kriegen die relativ schnell wieder zum Laufen. So,
Ich muss sie dann immer nur einmal abstöpseln, dann geht das. Was ist denn hier unsere Ablenkung? Genau. Ryan hört ein Raschen im Gebüsch, schoss aber nicht. Ja, ey, wär ich. Also wenn ich eins gelernt habe, dann ist es nicht immer direkt einfach wild drauf loszuballern in diesen ganzen Spielen. Oh fuck, ja, natürlich. Was ist passiert? Aber was ist dir passiert? Gut, gut, okay. Ich hab ja gesagt, ich hab Abby schreien hören. Dann rannte ich her, so schnell wie ich konnte. Vom See aus? Ja, dann bin ich plötzlich in dieses Ding, in diese Falle getreten, so wie Jäger sie nutzen. Jäger? Ich hab doch gesagt, Jäger. Das Ding hat sich um mein Bein gezogen. Und dann den halben Baum hoch. Zack! Ich häng da also, halbnackt. Und dieser Typ kommt mit so einer Scheiß-Machete. Es war ein Messer. Starrt mir direkt ins Gesicht. Aber ich habe ihm eine Lektion erteilt und mich dann verpisst. Gut, wir müssen Abby und Nick zurück zur Lodge bringen. Jetzt sofort. Also die Story war ein bisschen dramatischer. Bist du voll mit hoffentlich Marmelade? Nein. Ja, nein. Ich wird wohl eher Blut sein. Da war dieser Typ mit einer... Er hatte eine Flasche. Aber das ist eine echt lange Geschichte. Oh. Ja, nein, das ist echt krank. Vor allen Dingen erklärt sich das, dass deine Geschichte nicht stimmt. Hey, was soll das? Hey, ich brauch das, okay? Da ist gefährlich. Mann, wir müssen Nick und Abby schützen. Ja, aber ich muss Emma retten. Sie ist ganz allein. Vielleicht steckt sie gar nicht in der Klemme. Ja, aber ihr vielleicht auch nicht. Willst du mich absichtlich nerven? Nein, ich rette absichtlich meine Freundin, Arschloch. Oh Gott, was ist denn mit ihm? Sie ist nicht mal deine Freundin, Mann. Ja, komm, lass los, bevor sich ein Schuss löst. Hört jetzt auf! Ich wollte doch nur loslassen, damit sich nicht aus Versehen ein Schuss löst. Unfassbar. Jacob, das Ding bleibt hier. Nick und Abby sind verletzt. Das ist unser Schutz. Jemand schleicht hier rum. Ryan! Sorry. Das ist Bullshit! Schau, wie es ihr geht. Wenn sie auf der Insel ist, geht sie bestimmt gut. Und dann noch eine Begegnung mit Captain Erlösung? Echt nicht. Okay, bei der Zipline ist bestimmt noch ein anderes Boot. Von dort aus komme ich auf jeden Fall bis zur Insel. Da gibt's eine Zipline? Nice, ich will auch eine Wir Zipline. Wir müssen zurück zur Lodge und Hilfe holen. Wie denn? Nick kann doch nicht laufen. Ey, ich habe eine Idee. Und das Auto ist Schrott. Ohne Schubkarre, nice. Eine gute Idee. Das Schlimme an Topic ist einfach immer nur das Knister so laut. Knister, Knister. Sind so geil. Okay, mal sehen, was der Abend bringt. Okay, ein Rätsel für euch. Was hat zwei Daumen und treibt sich alleine auf einer gruseligen Insel rum? Idiot. Ein Daumen. Ein verfügbarer Daumen. Okay. Und genau hier. Auf dieser seltsamen, einsamen Insel strandete die mutige junge Seele. Okay, Real Talk. Ich bin unerwartet auf einer seltsamen kleinen Insel, ganz allein mit nichts zu tun, als euch alles zu zeigen. So, da drüben ist ein Baumhaus. Mal sehen, ob ich euch etwas von der Panorama-Aussicht bieten kann. Nee, ich will da nicht hin. Da haben wir doch so einen komischen... Nicht, dass ich zurück will. Irgendwas will gesehen. Nicht. Aber selbst wenn, könnte ich nicht, weil ich dann voll anhänglich aussehen würde. Obwohl er es doch war, der einfach abgehauen ist. Gott, tut mir leid, dass ich mich aufreg. Und Dampf ablass. Ach, scheiß drauf. Weiter geht's. Auf zum Baumhaus, Entdecker, Freunde. Nee, eigentlich will ich nicht zum Baumhaus. Das ist nicht so klug. Ich glaube, dass das... Oh Gott. Ich muss mich daran gewöhnen, wie das hier mit dem Licht ist. Ich glaube halt, dass das nicht so klug ist. Können wir erstmal wieder hier unten gucken, ob hier unten vielleicht irgendwas ist. Wenn wie sie hier in ihrer Unterwäsche langläuft, da muss ich an Until Dawn denken. Bist du's, Jacob? Nee, das ist irgendjemand anders. Das war irgendjemand anders.
Okay, keine Ahnung, ob das der Alte war, der mit dem Großen unterwegs ist. Hört sich auch so wild an, der Alte mit dem Großen und so. Aber das waren ja zwei, so ein alter Typ und dieser Riesentyp. Die waren ja zusammen, haben wir ja zusammen gesehen. Nicht schwer zu erraten, was das ist. Hab sie aber nie benutzt. Ein bisschen zu nah an der Natur für mich. Also, ich habe mich ja nie gefragt, wo das Zeug landet. Oh. Oh nein, Gott, nein. Hat sie gerade realisiert, okay, dass es vielleicht im See gelandet ist? Jetzt. Einfach mal. Ja. Ich glaube, sie hat tatsächlich gerade realisiert, dass das vielleicht im See gelandet ist. Okay, Moment. Und das ist also der Treffpunkt. Das ist ein Ort, wo man sich trifft. Richtig gut. Ich will das Ganze ja interessant machen, nur manchmal ist es halt so, wie es ist. Mhm. Das wär's wohl dazu. Mhm. Mhm. Hm. Also sie ist manchmal, oder man kann es auch versuchen, spannender zu machen, als es wirklich ist, ne? Man kann auch manchmal Dinge einfach weglassen. Entschuldigung, dieses Handy macht mich verrückt. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich stecke im Busch fest. Die Insel ist ein unberührter Teil des Steinbruchs, der sich nach dem Abdriften in den See renaturiert hat. Echt cool, oder? Als ich klein war, dachte ich ja immer, dass Inseln einfach so mitten im Wasser schwimmen, wie Luftmatratzen. Doch, ich bin jetzt älter und klüger und weiß, dass nicht immer alles so ist, wie es scheint. Wie wenn du glaubst, du hättest nur einen heißen Sommerflirt und dann wird daraus Babysitten für ein haariges Riesenkind. Das Traurige ist, weil du nichts Festes und ihm jeden verdammten Tag Liebesbriefe schreiben willst. Und wenn wir gerade drüber reden, es macht euch doch nichts aus, oder? Okay. Hey, warum rechtfertige ich meine Gefühle, wenn er doch der ist, der voll blah damit ist, oder? Oh, seht. Eine Metapher im Narrativ. Ich meine, ein Scheideweg. Wie passend. Hier kommt die Frage. Geht es für mich aufwärts, wörtlich, und ich lasse es gut sein? Oder bleibe ich auf dem bisherigen Weg und schimpf weiter über mein blödes Leben? Da das hier ja nicht live ist, liegt die Wahl wohl bei mir. Ah! Warte mal, da war doch gerade... Da war irgendwo ein Mensch gerade im Hintergrund. Okay, ich habe keine Ahnung. Sollen wir unten lang oder oben lang? Ich finde oben lang, glaube ich, ganz gut. Keine Ahnung, okay, ob das sinnvoll ist, aufwärts. Aber... Dann mal los. Vielleicht fällt euch auf, dass dieser Weg ein rustikales Flair versprüht. Und das ist kein Zufall. Ich weiß nicht, was auf euren Wegen so los ist, doch wenn ihr nicht eine Stunde lang einen Splitter aus einem Kinderfinger zieht, dann ist das nicht authentisch. Keine Sorge, dem Zwerg geht's gut. Ich bin gut mit Kindern. Und was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Okay, gut, dann gehen wir mal hier oben weiter. Ich finde das ist eigentlich ganz schön, wenn wir hier oben lang gehen. Das ist irgendwie, es beruhigt mich. Keine Ahnung, ob das wirklich beruhigend ist oder ob das ein Fehler war, aber ich finde es irgendwie... entspannter, als unten lang zu gehen. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich hier oben etwas sicherer. Wahrscheinlich ist es das nicht, aber hey! Es ist vermutlich wirklich nicht ruhiger, ne? Oder sicherer, aber egal, ich finde es schön hier oben. Wahrscheinlich übersehe ich gerade irgendeine Tarotkarte. Nicht zu schäbig. Also buchstäblich schon zu schäbig. Und trotzdem die Aussicht. Pure Gänsehaut. Es gibt auch eine Zipline, vor der ich... geil. Ehrlich so richtig Angst habe. Aber so ist es halt. Eine Zipline von da oben. Ich werde den Tag so hart nutzen, dass er nicht weiß, wie ihm geschieht. Zuerst müssen wir ankommen. Und es gibt noch so viel zu bereden.
Okay, erstmal Zipline, mega geil. Ich hoffe, die geht bis ans andere Ende Flussufer, aber das würde passen. Das wäre das, was er auch gesagt hat. Okay, sind wir genervt oder sind wir mitfühlend? Hoffentlich ist Abby okay. Jacobs Problem. Sie hat ja eigentlich nicht richtig mitbekommen, was mit Abby ist, deswegen... Wisst ihr, was Jacobs Problem ist? Er hält sich für den Star in seinem Film. Er sieht alles nur aus seiner Perspektive. Sagt sie und nimmt ihre eigene Show auf. Was soll's. Er will mit mir zusammen sein, weil er denkt, dass ihn das glücklich macht. Aber was ich will, interessiert ihn genau null. Okay, das stimmt nicht. Offen gesagt, lenke ich, glaube ich, ab. Im College wird er sich neu verlieben und mich dann vergessen. Gut für ihn. Er verdient es. Vielleicht sollte ich anfangen, mich an ihn zu klammern. Vielleicht schreckt ihn das ja ab, wie in einem Hochzeitskleid aufzutauchen oder so ähnlich. Ich spiele das nur mal hypothetisch durch. Aber jetzt versuche ich schon wieder alles zu einer Art von dramatischem Experiment zu machen. Eigentlich mag sie ihn nämlich, glaube ich. Okay, gehen wir gleich den langen oder den kurzen Weg? Ich gucke einmal hier. Und dann gehen wir den anderen Weg da drüben lang, würde ich sagen. Keine Ahnung, ob das sinnvoll ist, aber... Ach, hier ist die Zipline. Okay. Ja, aber die geht ja gar nicht so weit. Oder sieht das nur so aus? Hä, nee, die geht ja nur darüber. Okay, langweilig. Ich dachte, es gibt eine coole Zipline. Ach, okay, man hätte, wenn man unten lang gegangen wäre, wäre man da die Leiter raufgekommen. Interessant. Oh, schaut. Schlüssel. Vom Polizeiwagen. Muss eine dieser... Tut mir leid, Officer. Ich habe keine Ahnung, was die meinen Situationen seien. Also, lasse ich die besser einfach hier liegen. Hä, wieso liegen denn da Polizeiwagen Schlüssel? Weird. Oh, da ist... Da war... Der Schütze gehört der Polizei von North Kill. Wie kommen Sie hier ins Baumhaus auf der Insel bei Hackett's Quarry? Und mich ärgert, dass das da etwas ist, was ich noch nicht gefunden habe, wo ich jetzt aber mehr Verbindung hätte zu machen können. Toll, ganz toll. Okay. Und da sind wir. Wie gesagt, ein extrem klappriges und noch unterwältigenderes Baumhaus. In einer Parallelwelt könnten der kleine Jacob und ich hier Familie spielen. Schatz, ich bin da! Wie war das? Ich hab die Bettzeit der Kids verpasst? Puh, was für eine Begrüßung. Können wir bitte drüber reden, dass ich das todesgruselig finde? Nehmt alles auf. Das ist unverfälschte Sommercamp-Erfahrung. Und seht mal, es scheint, dass jemand vergessen hat aufzuräumen. Wieso wiederholt sie sich? Ich denke, eines der Kids hat sein Zeug vergessen. Oder meine Leute. Aber ich erkenne nichts. Habt ihr das gehört? Sieht aus, als hätten wir die Wahl. Nein. Gehen wir in den Sachen von Fremden? Oder öffnen wir die Horrorfalltür und sterben einen schrecklichen Tod? Wir wühlen lieber in den Sachen. Richtige Antwort. Ich möchte bitte lieber in den Sachen wühlen. Ich will nicht wissen, was da oben ist. Wir wühlen. Und wisst ihr was? Ich ziehe mir etwas an. Mehr gibt's heute nicht zu sehen. Ich will nicht wissen, was da oben ist. Wirklich nicht. Gut zu wissen, das können wir gebrauchen. Cool. Gut, also, ich glaube, da oben ist was. Und ich werde nicht erschrecken. Ja. Das kann ich euch wirklich versprechen. Lass es doch bitte einfach.
Aber ich bin froh, dass sie sich vorher noch was angezogen hat. Voll, böse Welt. Der letzte Vorhang fällt. Keine Zeit für Zugang. Oh Gott, haben wir nicht beim letzten Mal ein Foto gemacht? Scheiße, ich darf wahrscheinlich... Moment. Okay, Moment. Ich muss mich kurz abreagieren. Baumhaus. Unser schönes Baumhaus wurde vom Campleiter Chris Hackett persönlich gebaut, der dabei größten Wert auf Sicherheit und Spaß legte. Wer sich auf eine Abenteuerreise begibt, zum Baumhaus hinaufklettert und sich darin umsieht, wird es sicher nicht bereuen. Okay, Moment. Die Tarotkarte. Aber da hat sie doch ein Foto gemacht. Und da hat sie aber auch die Klamotten an. Ich will davon gar nichts benutzen. Kann ich das Foto machen? Okay, ich glaube, sie ist leider tot. Ich hab's halt... Upsi. Ich wollte, dass sie das Foto macht, aber es hat wohl nicht geklappt. Da haben wir wohl unsere erste Tote. Traurig. Oh Mann, so von CD läuft das gar nicht so flüssig, wie ich erhofft habe. Die Ladezeiten sind zu lang. Ich hoffe, es hat sich jetzt nicht aufgehängt. Nee, geht, lädt wieder. Ich glaube, sie ist leider tot. Ruhig. Ich hab es, er ist okay. Hast du Schmerzen? Nee, sorry, nur... Ich bin echt hungrig. Wir geben dir was im Haus, okay? Ja, okay. Komm schon. Oh Mann, ich hab so Hunger. Ich weiß nicht, was sie alles so da haben. Vielleicht noch Granola? Ich hasse Granola. Die Kraft. Die Kraft. Sieht schick aus. Wir lesen es uns aber nicht durch. Das öffnet die Krankenstation. Sollte reichlich Zeug drin sein. Na, hoffentlich können wir ihn da erstmal versorgen. Ich hol dir was zu essen. Du okay. Und ich werden ein Telefon suchen. Ist da nicht eins in Mr. H's Office? Yep. Wir kommen zu euch. Kapiert. Wir sind vorsichtig. Ich denke, Dylan ist vorsichtig. Sie angegriffen hat, weiß nicht, ihre Fährte aufgenommen. Was? Ich weiß nicht, was, wenn es Blut geleckt hat und sie jetzt irgendwie verfolgt. Ich glaube nicht. Herr Dylan ist der Einzige, der sich vernünftige ich denke, Gedanken nur, wenn macht. Wenn wir bei ihnen bleiben, sind wir dran. Ich weiß nicht. Ich glaube echt nicht. Was auch immer sie angegriffen hat, das kommt nicht in die Lodge. Sicher? Ich wäre mir da nicht so sicher. Ja, ich glaube da mittlerweile an. Komm schon, wir brauchen Verstärkung. Wie schlimm ist, ich habe Emma getötet. Oh Gott. Seltsam, aber dieser Ort wirkt so tot. Du warst nie nachts hier, wenn das Camp stattfand? Was? Kann ich das eigentlich normal machen? Nummer rein hypothetisch. Könnte ich sie retten? Könnte ich das nochmal machen? Ich frage einen Freund. Ich will nur mal gucken. Nee, ich glaube nicht, ne? Nee, glaube ich nicht. Okay. War nur so eine rein hypothetische Frage. Ich glaube, ich muss es einfach wie jedes andere dieser Spiele, außer Until Dawn, wo jeder überlebt hat, nochmal spielen. In der Hoffnung, dass sie dann vielleicht auch irgendwann überlebt. Ich wollte nur mal gucken, ob das möglich wäre. In den anderen Spielen kann man dann ja quasi auch einzelne Kapitel wieder reinstarten, aber ich muss damit leben, dass sie tot ist. Dass ich es verkackt habe. Ich habe es halt einfach hart verkackt. Es ist, wie es ist. Upsi. Es ist einfach Upsi.
Es ist einfach Upsi. So. Denkst du, was immer sie angegriffen hat, hat, weiß nicht, ihre Fährte aufgenommen? Was? Ich weiß nicht, was, wenn es Blut geleckt hat. Wie gesagt, ich glaube immer noch, Dylan ist da gerade ganz vernünftig. Ich glaube nicht. Dafür, dass Ryan derjenige ist, der immer diese Podcasts hört. Ich denke nur, wenn wir bei ihnen bleiben, sind wir dran. Ich weiß nicht. Ich glaube echt nicht. Was auch immer sie angegriffen hat, das kommt nicht in die Lodge. Okay, ja. Ja, du hast sicher recht. Komm schon, wir brauchen Verstärkung. Seltsam, aber dieser Ort wirkt so tot. Du warst nie nachts hier, wenn das Camp stattfand? Das? Nein, warst du? Kam mal vor, ja. Wie hat er die Tür zugemacht? Wo gehst du hin? Ich glaube, ich höre meinen Namen. Ich habe nichts gehört. Ich hätte ja die Eingangstür geschlossen und zwar verbarrikadiert mit 5000 Balken. Aber die halt nicht so. Ich denke, nix Wunden sind nicht so schlimm wie gedacht. Ja, ich glaube, er ahnt was. Er ist ein bisschen paranoid. Wir wissen das nicht. Natürlich, Caitlins Wort. Sollte nur bedeuten, dass wir keine Profis sind, okay? Wir wissen nicht, wie... Vielleicht hat er sogar Tollwut. Tollwut, ist klar. Super optimistisch, Mann. Ich bin hier nur realistisch. Das stimmt allerdings, da hat er recht. Wir brauchen jetzt Hilfe. Wo oh, Ryan verliert die Hoffnung, das ist schlecht. Mr. H? Hab nur die Nummer von diesem Telefon. Okay, dann 911. Okay, 911. Du meinst 911? Wer sagt 911? Jetzt gut, Frage. Ich weiß nicht, ich... Scheißegal, Mann. Aber, wonach soll ich fragen? Polizei? Nach einem Arzt? Beides? Hm. Ja, ich würde sagen, nach dem Krankenwagen, oder? Weil, also, das sind halt Jäger. Gut, das ist nichts Dramatisches. Er ist verletzt. Ich würde sagen, Krankenwagen. Denkst du, du solltest direkt nach einem Krankenwagen fragen oder rufst du einfach Hilfe, Hilfe? Die sagen so, Notfallzentrale, wie kann ich ihnen helfen? Und ich, Hilfe, Hilfe, meine Freunde wurden angegriffen. Es waren Bär oder auch kein Bär, doch definitiv ein Team 10. Einer wurde gekidnappt von diesen Jägern mit Blut im Gesicht und es sind Schüsse gefallen. Doch nicht von uns, aber vielleicht doch von uns. Und... Sie haben meinen Freund Jacob vom Baum geholt. Separater Fall. Lange Story. Ja, ja, das ist gut. Okay. Das ist, die denken sich so, nope. Notfallzentrale. Was ist los? Tot. Upsi. Das ist komisch. Wirklich komisch. Ja. Leitungsausfälle. Kommt halt vor. Genau ja, dann, wenn einfach du so. Die Cops rufst? Das ist reiner Zufall. Aha, reiner Hast du Zufall. Versucht aufzulegen? Was? Hier. Was machst du denn da? Keine Ahnung, das machen sie in Filmen, wenn es nicht mehr tutet. Tippst auf dieses kleine Ding hier. Wir sind hier nicht im Film. Okay, gut. Nur, woher weißt du das? Möglich, dass sie wollen, dass du das denkst, Mann. Okay, so viel zum Telefon. Niemand hat Empfang. Ist sonst noch irgendwo im Camp ein Festnetzanschluss? Nicht so direkt. Was? Der Radioschuppen. Stimmt! Hat alte Funkausrüstung. Wo du deine Ansagen machst? Wo ich meine coolen Sommertracks mische. Ja. Und Stimmt. wo ich die Durchsagen mache. Es gibt dort alte Geräte. Ich denke, wir könnten vielleicht was basteln und einen Notruf senden. Okay, ja. Lass uns schauen, ob wir jemanden kontaktieren können. Leg das weg, Dylan. Okay, wir behalten es. Ich lege es zurück, wenn wir gerettet und in Sicherheit sind. Und mich stresst es, dass ich Emma habe sterben lassen, ne? Okay, sei vorsichtig. Weil ich dachte, wir können das tolle Foto machen. Aber wahrscheinlich wäre das gewesen, nachdem ich irgendwas anderes gemacht hätte. Es liegt wohl am Wetter. Was für Wetter, Ryan? Na,
Bestimmt waren es die Bären. Die es gar nicht gibt? Bären. Na klar. Und wieso sind Bären an einem schuld? Okay. Also das ist dein Argument. Was, wenn der Bär, der die Leitung gekappt und den Strom abgestellt hat, was, wenn dieser Bär draußen im Flur auf uns wartet? Verflixt. Siehst du? Wir sollten besser Caitlin verraten, was wir vorhaben. Sie schiebt sicher Panik. Ja, okay, ja. Los geht's. Okay. Okay, let's go. Oh mein Gott. So macht man das ja, nicht. Bringen wir am besten zu Caitlin. Wir sind mal defensiv. Sie braucht sie doch nicht wirklich, oder? Sie braucht sie genauso sehr wie wir. Sie ist jetzt in der Lodge. Wir gehen da gleich eh hin. Du hast doch eben selbst gesagt, da könnte was Gefährliches sein in ja, der Lodge. Ja, stimmt. Wann? Gerade 20 Sekunden her. Okay, sicher. Aber das war nur, weil ich endlich eine Waffe wollte. Jetzt gib ihr das Ding, Mann. Okay. Okay, also... Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn die auch eine Waffe behalten. Damit quasi jede Gruppe, weil so wie sich das anhört, trennen die beiden sich ja gleich von dem Rest, und wäre es halt schon sinnvoll, dass sie auch eine Waffe hat. Na gut. Ah, okay. Du hast recht. Hey, wir haben ja noch meine. Sei extra nett zu mir und vielleicht darfst du auch mal. Schreib keinen Scheck, den dein Arsch nicht packt. Mein Arsch hat ein fettes Bankkonto. Okay, läuft. Gut. Ich störe wohl gerade. Beim Flirten. Juhu. Okay, und sie kam einfach verdammt unpassend. Schwierig. Kopf hoch, Großer. Ich wüsste nicht, was ich damit tun soll, okay? Ich vertraue dir. Oh, danke schön, Dylan. Du bist so großzügig und stattlich. Ja, kein Problem, mache ich doch gern. Ach nee, die Schrulla schon wieder. Schön, dich zu sehen. Ach. Ist es wieder soweit? Ja. Immerhin sagt sie nichts über die Leute, die ich schon verloren habe. Das ist so wie der Kurator, das wäre ein bisschen hart. Die Kraft kann überraschen. Nicht jeder weiß, was in ihm steckt. Dass man Zugang zu bisher ungeahnten Energien haben kann. Es wirken vielerlei Kräfte in uns allen. Und was die eine Hand uns gibt, das könnte die andere uns auch wieder wegnehmen. Wie immer gibt es mehr zu sehen. Und wie immer entscheidest du. Willst du noch was sehen mit mir? Hey, ja, natürlich. Zeig mir mehr. Okay, Nick greift diesen großen Typen an. Du verabschiedest dich also. Denk an Folgendes. Vergiss nie, wer deine Freunde sind. Die Menschen, die auf dich Acht geben. Okay. Meine Freunde sind die Menschen, die auf mich Acht geben. Ich versuch's mir mal zu merken. Grundrauschen. Warum sind wir eigentlich schon wieder in diesem dunklen Wald? Achso, nee, noch nicht. Wir sind noch in der Lodge. Okay, mit Nick. Okay, okay. Gut. Gut. Hey, ich habe nichts zu essen gefunden. Die Küche ist geplündert. Verdammt, meine Tasche. Das ist für dich. Das war... Fuck, ich weiß nicht, was passiert ist. Es ist alles verschwommen. Wie geht es dir?
Geht so. Wir sind mitfühlend. Wie geht's denn dir? Und du, wie geht's dir? Ich? Nun, ich... Ich bin froh, dass es dir gut geht. Dir geht's doch gut. Tut mir leid, ich wiederhole mich. Ich... Schon gut. Okay, sie sucht nach einem Funkgerät oder so. Wozu das, Da war noch eins in Mr. H's Büro, also zum Schutz. Was ist mit dem Licht? Weiß nicht. Schon besser? Das wird schon wieder. Denke ich. Was, wollen Sie zum Radio schuppen? Ja. Genau, das Telefon ist tot. Sie wollen von dort SOS senden. Wir halten die Stellung. Was zur Hölle? Sprechen Sie an. Habt ihr das auch gehört? Shh. Okay. Dylan und Ryan wären schon weg. Wartet, ich sehe mal nach. Nein, ganz schlechte Idee. Vorsichtig, sehr vorsichtig. Wer weiß, was da draußen ist. Vielleicht gefährlich. Ja, genau deshalb will ich nach. Alles klar. Du hast was verpasst. Ich hab vielleicht... Nein. Vielleicht nein. Also, wir hatten vielleicht... Ich muss es kurz erklären. Also, pass auf, wir hatten diese Weissagung. So, dass sie da von diesem Vieh ein Foto macht. Ich habe es vielleicht verkackt. Als dieses Vieh an der Stelle auf uns zukam, hatte ich die Wahl zwischen einem Taser und Bärenspray. Und ich dachte mir so, nimmst du nichts von beiden. Dann kann sie da die Prophezeiung erfüllen und dieses Foto machen. Habe ich falsch gedacht, hat es uns vielleicht einfach direkt umgebracht. Upsi. Aber bisher leben noch alle. Ich glaube, Nick ist leider zum Sterben verurteilt. Der wurde von etwas angegriffen und gebissen. Hat dann im weiteren Verlauf einen von diesen Jägern gebissen, der sich daraufhin, also den Finger, der hat sich dann den Finger abgeschossen. Ich habe vermutet, dass es hier um Werwölfe geht. Das Ding sah aus wie ein Wendigo, aber ich glaube nicht, dass sie nochmal Wendigos nehmen würden. Deswegen glaube ich, es ist ein Werwolf. Ich glaube, wir haben hier mit Werwölfen zu tun. Und siehst du das in seinen Augen? Das wird schon so... Ich glaube, er ist zum Sterben verurteilt. Oder zum Verwandeln. Ich bin mir noch nicht sicher. Aber ich habe Emma getötet. Aber die beiden haben sich geküsst, bevor sie angegriffen wurden. Ich habe Ramontik fliegen lassen. Ja, und Jack ist irgendwo allein im Wald unterwegs, weil er Emma sucht, die leider tot ist. Dylan und Ryan sind auf dem Weg zur Radiostation, weil der Strom ausgefallen ist und das Telefon tot ist. Und Caitlin versucht jetzt alleine hier irgendwie rauszukriegen, was da für komische, gruselige Geräusche über ihnen waren. Anstatt einfach da zu bleiben. Und die Tür ist zu. Ryan und Dylan die Tür zugemacht. Die Tür war erst offen. Ja, aber ansonsten bin ich eigentlich gar nicht so schlecht. Nur halt, dass Emma tot ist. Das hätte halt nicht sein müssen. Aber weißt du, für mich, ich muss das auch nochmal privat spielen, so wie ich das mit Man of Medan gerade tue. Also alle, wo ich Leute verloren habe, will ich gerne nochmal spielen. Oh, das ist der, der sich den Finger abgeschossen hat. Der hat auch Jake mit Blut vollgetropft und hat ihm gesagt, hey, das hilft dir. Ich weiß halt nicht, ob die wirklich so gegen uns sind. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Also der Typ hat halt versucht, Nick wegzuschleppen, nachdem der gebissen wurde. Aber er hat als Jack... Jake ist in so eine Falle gelaufen und hing dann kopfüber und hat ihn losgeschnitten. Und der hat ihn halt mit Blut beträufelt und hat gesagt, hey, das ist gut für dich. Es ist eklig, aber es hilft dir. Und ist dann gegangen. Also ich weiß nicht, ob die wirklich böse sind. Die Frage ist halt, wir haben ja überlegt, ob sie auf Menschenjagd gehen. Aber vielleicht jagen sie diese ekligen, Wolfs,
ähnlichen Mistviecher. Deswegen keine Ahnung. Das muss er doch gesehen haben. Also ich will mich eigentlich ungern mit denen anlegen. Also ich hoffe, weil ich könnte mir halt vorstellen, dass die uns halt wirklich helfen. Weil die Trolle hat bei der letzten Weissagung halt auch gesagt, wir sollten dran denken, wer unsere Freunde sind. Das sind die, die auf uns Acht geben. Und er hat ja Jacob nichts getan, sondern hat ihm quasi das Blut ins Gesicht geschüttet und hat gesagt, hey, das hilft dir. Und ist dann halt auch gegangen und hat uns halt nichts getan.